Was geht ab, YouTube? Euer Olex2202 ist wieder am Start mit den Weekend League Rewards. Bei Division Rivals werde ich nämlich die Coins nehmen. Ist einfach die sicherste Option. Die nächsten 4 Wochen werde ich erstmal so Coins nehmen, um Coins zu generieren. Und ja, Weekend League Zusammenfassung konnte ich leider diese Woche noch immer nicht bringen. Nächste Woche wird sie höchstwahrscheinlich kommen, aber dann auch nur von den letzten 5 Spielen so die Tore. Weil sonst wird das einfach zu lang. Und ja, mir sind leider die Videodateien zerschossen und darum konnte ich das dann leider nicht mehr hochladen. Ja, wir haben Gold 3 erreicht, standen 11-16, mussten eigentlich, also die letzten 3 Spiele alle gewinnen, haben wir dann auch getan. Und so mit Gold 3, 2 Player Picks, ein Mega Pack, ein 50k Pack, 30k Coins und die Quali-Punkte brauche ich aber eh nicht. Wir fangen sofort mit dem ersten Player Pick an. Messi wäre überragend, aber ja, wir sollten die Ansprüche nicht zu hoch setzen. Hier würde ich sagen, nehmen wir TT mit 82er. Zweiter Player Pick wird Asenio 86er, geht in Ordnung. 2 Megapacks, ein 50k Pack. Im Megapack kein Walkout, aber eine Wand. Das ist Brasilien, RF, Malcolm ist leider nichts mehr wert. William wäre nur so 9 bis 10k wert gewesen. Ja, nehmen wir alles mit in den Verein. 1000 Münzen hatten wir auch noch drin. Ah, nee. Ja. Ich wollte eigentlich nur die anderen Objekte, die ich nicht brauche, aussortieren. Ich dachte erst, das wären 25k Set, war es ja gar nicht. Ja, wir kriegen wieder die Wände. Wir kriegen einen Glick. Kolarov, ja, da waren relativ viele Spiele drin. Darum dachte ich irgendwie, das wären 25k Set, aber war es ja gar nicht. Ja. Sonst wird der Rest hier noch aussortiert. Zack. Und ja, das kommt weg. Jetzt das 50k Pack. Vielleicht haben wir da ein Walkout. Wäre geil. Nee, haben wir nicht. Okay. 50k Pack. Leider wieder das schlechteste Pack. Was will man machen? 81er Ständel. Der kommt, habe ich schon. Der kommt weg. Und ja, die Rewards haben wir schon gezogen. Ich kann euch nur mal kurz mein Team zeigen. Nee, das ist mein MLS-Team, mit dem ich den Martinez erspiele. Hier mein Main-Team. Habe jetzt den Firmino Footmess gemacht. Habe Kroos hier. Habe Laporte. Hier kommen wieder Marquinhos hin, aber der ist aktuell ein bisschen teuer. Und ja, sonst, ja. Geht eigentlich in Ordnung und ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Für mehr abonniert gerne den Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.